Und jetzt meldet sich Rechnungshofpräsidentin Margit Kracker selbst zu Wort. Herr Abgeordneter Mayer hat davon gesprochen, dass wir jetzt doch ein Jahr gemeinsame Ausschussarbeit hinter uns gebracht haben. Und ich möchte auch Danke sagen dafür, dass es eine so gute Zusammenarbeit im Rechnungshofausschuss in diesem Jahr gegeben hat. Wir haben 10 Rechnungshofausschüsse gehabt. Ich habe auch an 2 Budgetausschüssen teilgenommen. Insgesamt wurden hier im Rechnungshofausschuss, Frau Abgeordnete Moser, 36 Berichte behandelt, plus Einkommensbericht, Tätigkeitsbericht. Wir haben gestern auch den Bundesrechnungsabschluss 2016 vorgelegt. Heute stehen allein 19 Berichtsbeiträge auf der Tagesordnung. Und es ist mir nicht möglich, dass ich wirklich auf alle diese Berichte eingehe. Was ich für die Zukunft gerne sagen möchte, mir wäre es sehr wichtig, dass wir sozusagen wirklich dann verstärkt auch in den Rechnungshofausschüssen über unsere Empfehlungen reden können. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, weil das, was Sie auch besprochen haben, sozusagen für die Wirksamkeit des Rechnungshofes ist es wichtig, dass man hier unterstützt wird und dass die Empfehlungen dann auch wirklich zur Umsetzung gelangen. Ich gehe jetzt nur auf 2 Berichte ein des Rechnungshofes, die wir in der letzten Woche besprochen haben. Das sind eben die Instrumente zur finanziellen Steuerung der Krankenversicherung und ausgewählte Steuerungsbereiche in der Krankenversicherung. 2 Berichte, die thematisch zusammengehören. Und die wesentlichen Kritikpunkte wurden ja auch schon genannt. Der Bund hat die gesetzliche Krankenversicherung zwischen 2009 und 2014 mit rund 1,3 Milliarden Euro unterstützt und zur gleichen Zeit, und ich sage auch obwohl, das Reinvermögen des Sektors Krankenversicherung hier deutlich angestiegen ist. Und bereits im Jahr 2013 hätte der Sektor Krankenversicherung insgesamt betrachtet auch ohne Bundesmittel über ausreichende Eigenmittel verfügt. Und hier war die Situation sehr unterschiedlich. Einzelne Krankenversicherungsträger verfügten über ein sehr hohes Reinvermögen, beispielsweise die BVA, aber es gab eben auch Träger, die weiterhin ein negatives EGT hatten, wie beispielsweise die Wiener Gebietskrankenkasse. Also, es wurden 1,3 Milliarden Euro zugeschossen und trotzdem ist nicht generell und keine allgemeine Sanierung gelungen. Und darin sehen wir ein erhebliches Steuerungsproblem. Und was sind die Ursachen für die Probleme im Bereich der Steuerung? Es geht um methodische Mängel in der Gebarungsvorschaurechnung. Es geht um die Frage eines Risiko- und Strukturausgleichs zwischen den Trägern. Es geht um den Willen, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Es geht um die Frage der Sammlung und Verwendung von Daten. Und es geht um die operative Steuerung in den Bereichen ärztlicher Hilfe und Heilmittel. Durch Stellenplanung, durch Vertragsgestaltung und durch konsequente Nutzung der Heilmittelökonomie. Und da bin ich eben schon beim zweiten Punkt, beim zweiten Teil der Berichte, eben ausgewählte Steuerungsbereiche. Ich will nur sagen, das Volumen im Bereich der ärztlichen Hilfe 3,8 Milliarden Euro, im Bereich der Heilmittel 3 Milliarden Euro. Und hier war die operative Steuerung aus der Sicht und ein Konzept zur Steuerung der Patientenströme lag nicht vor. Zwischen den Krankenversicherungsträgern bestanden eben erhebliche, durchaus finanzwirksame Unterschiede hinsichtlich der Facharztdichte, der Degressionsregelungen oder bei Kostenbeteiligungen. Und was der Rechnungshof eben auch gesehen hat, dass im Heilmittelbereich sämtliche Möglichkeiten der Effizienzsteigerung auszuschöpfen wären. Und die im Kassensanierungspaket 2009 geplanten Maßnahmen wurden überwiegend nicht umgesetzt, eben weil es zusätzliche Mittel gegeben hat. Grundsätzlich sind daher wesentliche Verbesserungen notwendig unter dem Aspekt der finanziellen und operativen Steuerung im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungsträger. Und zu den Krankenversicherungsträgern gehört eben auch eine trägerübergreifende Steuerung der Verwaltungskosten. Denn in absoluten Zahlen machen die im Jahr 2013 doch auch 1,6 Milliarden Euro aus. Und dieser Bereich hat eben auch eine erhebliche Bedeutung für die öffentliche Wahrnehmung.
Was den Pensionsbereich betrifft, so haben wir eben errechnet, dass für die Jahre 2016 bis 2015 bei Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofs ein zusätzliches Einsparungspotenzial von rund 786 Millionen Euro bestanden hätte. Das betrifft aber nur Bedienstete, die vor 1996 in den Dienst eintraten. Für die anderen gab es eine reformierte Pensionsreform. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke, Frau Präsidentin.